Die Ostseewoche ist natürlich anders als alle anderen Regatten. Es sind ja Betriebe, die mit ihren Mitarbeitern an dieser Regatta teilnehmen. Das stärkt den Zusammenhalt im Betrieb. Und es sind einfach keine Profi-Crews, sondern Leute, die vielleicht mit Segeln gar nicht so viel zu tun haben und an den Segelsport rangeführt werden. Warum fahren wir auf die Ostseewoche mit? Weil man Leute auch zum Teil aus der eigenen Firma trifft, die man sonst nie sieht. Wir sind mit unserem Chef hier und er ist begeisterter Regattasegler und da man natürlich nutzt man die Gelegenheit. Man ist natürlich viel intensiver zusammen als in der Arbeit, wo jeder an seinem Schreibtisch sitzt. Man lernt sich halt auch auf einer anderen Seite noch kennen, nicht nur das Geschäftliche, sondern auch das Private. Auch zusammen feiern gehen gehört natürlich auch dazu. Ja, die Gesellschaft, die Gemeinschaft, dass man zusammen Sport macht, Segelsport. Und für mich auch Erfahrung zu sammeln, ganz einfach. Also hier mit erfahrenen Leuten zusammen noch ein bisschen dazuzulernen. Und natürlich der Spaß. Bei dem Wind, ja, das sind halt auch andere Bedingungen, wie wir sie vom Bodensee kennen, wo man normalerweise segelt oder Mittelmeer. Es ist unter Regatta-Bedingungen was anderes, wenn so viele Schiffe auf engem Raum fahren. Ach, das macht einfach Spaß. Wenn jetzt jeder für sich da was machen würde, glaube ich nicht, dass es gut gehen würde. Es geht bei weniger Wind und wenig Welle geht es, aber wenn halt so Bedingungen sind wie gestern und heute, da muss das Team zusammenspielen. Persönliches Ziel ist für mich, Spaß zu haben, ein bisschen was dazuzulernen und ja, hoffentlich so weit vorne wie möglich eine Platzierung zu bekommen. Eigentlich ist es für mich so, dass ich das einfach schön finde, dass ich als Frau in einer Männercrew dabei sein darf. Weil eigentlich heißt es ja immer, Frauen gehören nicht an Bord. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Und zwar sind wir seit 4 Jahren dabei. Und als wir vor 4 Jahren das erste Mal mitgemacht haben, sind wir nämlich Meister geworden. Und wir träumen weiterhin davon, den Titel mal wieder zu holen. Dabei sein ist alles, aber natürlich verschenken wir nichts. Windstärke 4, also rundum glücklich und hat riesen Spaß gemacht. Tolles Revier.